Taurin gilt, denke ich, als semi-essentielle Aminosäure, hat aber immens wichtige Funktionen im menschlichen Körper. Schauen wir uns heute konkret an und vor allem dann auch noch wichtig zu wissen, natürlich natürliche Quellen, wo anständig viel Taurin enthalten ist. Alles das nach dem Intro. Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Gutgeil. Wenn ihr aktiv etwas für eure Gesundheit tun wollt und abnehmen, Kanal abonnieren, Glöckchen aktivieren, hier bekommt ihr die richtigen Informationen, wie man das am besten macht. So, das heutige Thema ist die Aminosäure Taurin. Gilt als semi-essentiell, heute schauen wir es uns an, ob sie den Ruf vielleicht zu Unrecht hat, denn sie ist nämlich wirklich an wirklich vielen Stoffwechselabläufen im menschlichen Körper beteiligt. In jedem Organ ist sie zu finden, in der ganzen Körperstruktur, immanent wichtigster Teil. Bekannt ist sie ja eher so aus der Energy-Drink und aus der Fitnessszene, eine semi-essentielle Aminosäure, die dir dort zur Seite steht, dass du jetzt wieder mehr Energie hast, dass du besser Glucose rausverstoffwechseln kannst. Denn eine Funktion zum Beispiel vom Taurin wäre es, deine Zellen wieder insulinsensitiver zu machen. Das heißt, du hast eine bessere Energieausbeute wieder. Jetzt schauen wir es uns noch kurz an. Wer hat es entdeckt? Und das waren zwei Herren, und zwar der Leopold Gmelin und der Friedrich Tiedemann. 1827 haben sie es geschafft, aus der Ochsengalle das Taurin zu isolieren. Namensgebend dafür dann natürlich Stiergalle vom Lateinischen oder vom griechischen Taurus für Stier. Das heißt, wenn man es jetzt natürlich in Nahrungsquellen sucht, ist es vor allem in tierischen Produkten enthalten. Kleiner Spoiler. Und jetzt schauen wir uns an ein paar Fakten zum Taurin, wo es überall beteiligt ist im menschlichen Körper. Drei interessante Studien habe ich euch unten verlinkt. Da ist es nochmal genauer aufgedröselt für diejenigen unter euch, die es genauer wissen wollen natürlich. Als erstes ist es einmal extrem wichtig, das Taurin für die Augen, für eine ordentliche Augenentwicklung, beim Fötus jetzt schon, beim Kleinkind, beim pubertierenden Kind, dass ordentlich viel Taurin in Ernährung ist, dass sich das Auge überhaupt richtig gut entwickeln kann. An der Stelle auch noch erwähnt, gerade Muttermilch enthält extrem viel Taurin. Also ist eigentlich die Flüssigkeit, das ist eigentlich die Nahrungseinheit, die am meisten Taurin enthält, wichtig für die Entwicklung des Kindes. Und nicht dabei bei der Entwicklung ist Taurin immanent wichtig, sondern natürlich auch für die ganze Körperstruktur, natürlich wieder jetzt bei Regeneration, bei Reparaturmaßnahmen. Und da ist wichtig ein Fakt, dass jede Zelle einen Transporter für dieses Taurin hat. Der Körper stellt aus dieser Aminosäure zwar keine Proteine her, aber wie gesagt, jede Zelle hat einen eigenen Transporter dafür und es ist auch in der ganzen Körperstruktur sehr weit verbreitet. Zweitens, Taurin ist äußerst wichtig bei den Natrium-Kalium-Pumpen, habe ich in anderen Videos auch schon erwähnt, das ist wichtig für den interzellulären Austausch und da wirkt gerade diese Aminosäure sehr hilfreich darauf ein, dass das ordentlich funktioniert. Wäre jetzt gerade bei Herzrhythmusstörungen zum Beispiel, wäre das immanent wichtig, dass das Teil ordentlich funktioniert. Taurin ist dort ein wichtiger Kofaktor. Drittens, wie gesagt, es wird kein Protein aus dieser Aminosäure hergestellt, aber die Körperkonzentration ist von den Aminosäuren von Taurin am höchsten im ganzen Körper. Könnte man das Beispiel nehmen, ein 70 Kilogramm Mensch, Mann, Frau, hat ungefähr 70 Gramm Taurin im Körper gespeichert. Das zeigt einmal die Wichtigkeit dieser Aminosäure. Viertens jetzt die höchsten Konzentrationen, die sind gerade im Herz anzutreffen, in der Leber ist recht viel, in der Niere, in der Muskulatur generell und selbst in der Lunge. Das heißt, für die ganze Organfunktion, für die ordentliche Funktionsweise der Muskulatur, für den interzellulären Austausch, immanent wichtig diese Aminosäure. Und das fünfte Punkt, jetzt, wo es eine außerordentliche Rolle spielt, das ist jetzt gerade im Gehirn, ist eine immanent hohe Konzentration an Taurin enthalten und da funktioniert das jetzt auch als Neurotransmitter, also als Hormon im Gehirn und wäre sozusagen ein, nicht der Gegenspieler, sondern wirkt ähnlich wie GABA im Gehirn, wie die Gamma-Aminobuttersäure im zentralen Nervensystem, äußerst regulierend, aber eher dahingehend, dass sozusagen dass du wieder Ruhe ins System bringst. Dass die Neuronen nicht zu stark knallen, dass das etwas gedämpft wird, dass du eher so in den Ruheball reinkommst. Und bei der Neurotransmittermodulation ist es auch immanent wichtig. Also gerade fürs Gehirn, dass ausreichend Taurin in der Nahrung vorhanden ist, dass du genug zur Verfügung hast oder dass du es natürlich selber herstellst, immanent wichtig an der Stelle. Als sechstes ist noch zu erwähnen, dass Taurin ein hervorragendes Antioxidant ist. Also gerade wenn es jetzt um nitrosativen Stress geht, könnte man auch reingehen ins Endothel, also ein Teil des Gefäßsystems. Und da kommt es dann vor allem bei verstärkten, da kann es verstärkt zu nitrosativen Stress kommen. Das wäre jetzt zum Beispiel auch, wenn du L-Arginin nimmst in höherem Ausmaß, dann wäre sozusagen das Taurin dort der Buffer an der Stelle. Denn zu hohe Gaben an L-Arginin könnten zum Beispiel jetzt verstärkt zu nitrosativen Stress führen. Das wäre im Gefäßsystem jetzt nicht so hilfreich. Wenn du jetzt ausreichend Taurin hast, dann wäre das der Buffer an der Stelle.
Siebtens ist darin äußerst wichtig bei der Gallensaftproduktion, auch der Name kommt ja daher, von der Stiergalle oder von der Ochsengalle, da ist es ja entdeckt worden. Und da ist es vor allem wichtig, dass du ausreichend Taurin hast, dass es nicht zu einem Gallenstau kommt. Und wenn es jetzt nicht zu einem Gallenstau kommt, dann hast du natürlich auch weitaus bessere Karten, keine Gallensteine zu entwickeln. Wenn die Galle immer schön flutscht, dann können sich da keine kristallinen Objekte bilden und da kommt es dann nicht zur Gallensteinbildung. Und die Galle ist ja auch wichtig, gerade jetzt bei der Fettverstoffwechselung und natürlich auch in weiterer Folge bei fettlöslichen Vitaminen natürlich. Und das wäre jetzt nur ein kleiner Auszug an den ganzen Funktionen, wo Taurin wirklich maßgebend beteiligt ist. Wie gesagt, Studien sind unten verlinkt, da kommt noch etwas mehr dazu, die Bauchspeicheldrüse etc. auf die Beta-Zellen wirkt sehr gut ein und da sollte man unbedingt einmal drüber schauen. Und deswegen stellt sich jetzt die Frage, warum gilt jetzt Taurin als semi-essentielle Aminosäure? Essentiell wäre lebensnotwendig, semi-essentiell sozusagen dann halb nur lebensnotwendig, aber an für sie ist es natürlich essentiell. Warum so semi-essentiell bezeichnet wird, da gibt es ja zwei Punkte dafür. Als erstes, gleich wie Hunde kann es der Mensch auch selber herstellen, aus anderen Aminosäuren oder aus anderen Eiweißstrukturen. Und Katzen kennen das zum Beispiel nicht, die müssen es im Futter haben und sonst würden es die neuen Leben, die sie haben, ziemlich schnell verheizt haben. Also die Katze braucht es im Futter, der Mensch kann es teilweise selber herstellen, aus anderen Aminosäuren. Konkret macht es der Körper jetzt aus dem Cystein, aus der Cystinreserve im menschlichen Körper. Methionin wird zum Beispiel auch als Cystein im menschlichen Körper eingespeichert. Bei Bedarf kann es jetzt enzymatisch, natürlich brauchst du auch genug Enzyme, dass das funktionieren kann, dann sein Taurin selber herstellen. Manche Personengruppen haben aber mehr Bedarf und manche Personengruppen haben ein Problem bei der enzymatischen Verstoffwechselung. Muss jetzt nicht nur genetisch sein, das wird immer so leicht als genetisch abgetan. Es kommt auch dahingehend, dass du natürlich gewisse Krankheitssymptomatiken hast und da ist das enzymatische System gerade bei der Taurinverstoffwechselung jetzt oder bei der Taurinsynthese kann beeinträchtigt sein. Deswegen ein verstärkter Taurinbedarf, gerade aus der Nahrung, wäre jetzt zum Beispiel hilfreich, generell bei Personengruppen, generell mit einer Stoffwechselstörung. Sehr hilfreich wäre es bei Typ 1 Diabetikern und bei Typ 2 Diabetikern auch. Gerade auf die Beta-Zellen des Pankreas hat es eminent positive Einwirkungen, das Taurin. Unten Studie, wie gesagt, da wird es auch erwähnt. Wichtig auch, natürlich vorhin schon erwähnt, gerade bei Herzleiden oder bei Nierenleiden ist es eminent wichtig, dass du ausreichend von dieser Aminosäure hast. Nach Operationen, also wenn es in die Regeneration reingeht oder wenn du ein Traumata hast, wenn im Körper versteckt repariert werden muss und wenn du jetzt sagst, du brauchst mehr Regeneration, wäre das ein immanent wichtiger Baustoff für den menschlichen Körper, dass er ordnungsgemäß zur Verfügung steht. Bei Dauerstressbelastung, wie gesagt, es gibt gewisse Aminosäuren, die man dann immer zuführt. Das wäre GABA auf der einen Seite, mit Serotonin wird gearbeitet, mit Tryptophan und an der Stelle jetzt auch wichtig noch zu erwähnen, Taurin hat auch Neurotransmitterfunktion im menschlichen Gehirn und wirkt da äußerst beruhigend drauf ein. Und die meisten, wie gesagt, vorhin schon erwähnt, ist es ja nur bekannt aus jetzt dem typischen Energy-Drink. Ja, komischerweise auch mit dem roten Bullen drauf dann. Oder als synthetisches Pulver. Also aus der Fitnessszene, das ist eben die synthetische Variante. Und das wären zwei Komponenten, das wäre das Sulfit und Azirdin. Wie gesagt, industriell gefertigt und wie gut der Einzelne von uns jetzt verstoffwechseln kann, ist eben fraglich. Scheiden sich die Geister. Die natürliche Variante ist natürlich und da soll es bei der Verstoffwechselung jetzt keine Probleme geben. Bei der synthetischen ist halt immer ein Fragezeichen dabei. Da würde ich mich sehr freuen, wenn es da Erfahrungsberichte gibt, bitte unbedingt unten reinknallen. Aber heute schauen wir uns jetzt an die natürliche Variante. Wie gesagt, wenn man es mit der Nahrung decken kann, ist es natürlich weitaus optimaler dann vermutlich zum Verstoffwechseln und geschmacklich natürlich auch ansprechender. Deshalb heute jetzt meine 5 Top-Quellen, wo verstärkt Taurin enthalten ist, die du unbedingt in der Nahrung haben solltest, zumindest eine davon, dass es auf der Seite zu keinen Nachschubschwierigkeiten kommt. Und die meisten Quellen enthalten dann auch noch Methionin, also dann könntest du es dann auch noch selber bilden. Beim ersten Punkt, wie gesagt, zumeist tierische Quellen, am Schluss habe ich dann noch 2 Veggie-Quellen dabei, aber die sind eher so auf der Ausweichschiene. Als erstes, da wäre jetzt natürlich die Kochkunst gefragt, denn wo der Mensch natürlich sein Taurin einspeichert, wo es verstärkt enthalten ist, macht es das Tier ebenso. Sprich Innereien, und da gehen wir jetzt halt mitten rein, ins Herz, in die Leber, in die Nieren. Alles, was Taurin im Tier ist, ist zumeist in den Organen verstärkt enthalten. Das heißt, da muss man schon sehr gut mit dem Kochlöffel unterwegs sein, dass es kulinarisch dann auch sehr gut rüberkommt. Aber die höchsten Steine sind in den Innereien, wie gesagt. Zweitens schauen wir einen Blick ins Meer natürlich.
Da bietet sich der Schellfisch an, der hat gute Stände und generell Krustentiere enthalten auch sehr viel Taurin. Jetzt generell einmal vom Fleisch her sind wir jetzt gerade bei den Wiederkäuern, also Rind, Schaf, Ziegenfleisch vielleicht noch, und da ist gerade der Muskelanteil der Teil vom Fleisch, wo noch sehr hohe Taurinstände drin sind. Als viertes wäre es dann Schwein- und Hühnerfleisch, auch wieder der Muskelanteil, da sind höhere Taurinstände drinnen. Und als fünftes jetzt noch Eier, Käse, Rohmilch, da sind auch noch sehr gute Taurinstände enthalten. Und beim Käse natürlich, wenn er aus Rohmilch ist, kannst du davon ausgehen, dass verstärkt Taurin enthalten ist. Wichtig dabei ist jetzt auch immer zu sagen, je mehr du es kochst, es ist eine Aminosäure, das heißt, je mehr wird davon kaputt gehen. Das heißt, das Fleisch nicht immer komplett durchbraten, wenn es geht, wenn man es geschmacklich verträgt. Und dann kann man damit rechnen, dass verstärkter Taurin drinnen ist. Wie gesagt, es gibt auch eine pflanzliche Variante, da geht es dann rein ins Reich der Bakterien. Gerade bei Pilzarten und bei gewissen Algenarten wird durch gewisse Bakterien, die dort enthalten sind, auch Taurin sozusagen synthetisiert. Aus einer pflanzlichen Variante, dass du es zur Verfügung hast, aber die Stände sind halt weitaus geringer als wie bei tierischen Quellen. Das wäre so die Ausweichschiene, müsste man aber dann verstärkt einnehmen. Oder wie gesagt, dann die synthetische Variante als Präparat, das wäre dann natürlich auch nicht tierisch. Was auch noch eine Top-Quelle wäre, das wäre jetzt sozusagen zwischen beiden Welten, das wäre die Insektennahrung. Aber ich möchte jetzt mit diesem Video jetzt nicht den Gaumen vollends überstrapazieren, aber dass ich es jetzt an der Stelle erwähnt habe. Also Insekten, wenn jemand drauf steht, da sind die Taurinstände auch noch ganz ordentlich. So, der Begriff semi-essentiell ist halt mit Vorsicht zu genießen bei Taurin. Es kommt immer darauf an, in was für einer Situation du bist. Schauen wir uns jetzt im Fazit nochmal an. Wann brauchst du verstärkt Taurin? Wann solltest du in der Nahrung damit hochgehen? Da geht es halt in die Regeneration rein, wenn du chronische Erkrankungen hast, wenn du eine Operation gehabt hast, wenn du verstärkt Regeneration brauchst. Gerade da ist Taurin immanent wichtig. Natürlich bei sportlicher Höchstleistung oder bei verstärkter sportlicher Leistung wäre es auch anzuraten, vielleicht mit Taurin etwas nach oben zu gehen, weil es positive Einwirkungen gerade beim Stoffwechsel darauf hat, dass du zum Beispiel jetzt aus der Glukosekomponente verstärkt jetzt Energie daraus beziehen kannst. Und es ist natürlich auch ein wichtiger Teil der Muskelmasse und beim interzellulären Austausch. Wenn es bei irgendwelchen Organen im menschlichen Körper hakt, sollte man immer auch ein Auge aufs Taurin haben. Wie gesagt, die Konzentrationen gerade im Herz, in der Leber, bei der Entgiftung spielt es dann auch noch eine untergeordnete Rolle. Aber gerade bei Problematiken bei Organen, auch bei der Lunge, immer zusehen, zumindest aus dem Augenwinkel, habe ich genug Taurin in Ernährung oder kann ich genug Taurin überhaupt rausverstoffwechseln, ist immer schwierig zu sagen. Deswegen. So, wichtige Videos jetzt noch zu dem Thema Leber, Leberentgiftung natürlich. Und das zweite fürs Gefäßsystem, da ist es ja beim nitrosativen Stress so immanent wichtig, auch das Taurin generell einmal, was kann man fürs Gefäßsystem noch zusätzlich machen, auch wichtig zu wissen, kurz einmal drüber schauen. Wenn es wieder gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Wie gesagt, Kanalmod, es gibt keine blöden Fragen, also unbedingt in die Kommentare knallen. Bitte teilt das Video und am Schluss wieder das Allerwichtigste, bleib oder werde gesund.